Es ist ein liebenswerter Mensch, ein super Sportler, schon fast immer beim KSC. Und ich habe mich, wie wir noch drüben an der Haupttribüne gestanden sind, habe ich mich mit ihm oft unterhalten und haben uns gedrückt. Und es war eine wunderbare Zeit mit Gordi. Einer der geilsten Abwehrspieler, den wir hier hatten. Kopfballgefahr und KSC pur. Eine Karlsruher Legende. Richtig geiler Spieler. Zerstörer. Gordi war immer mein Vorbild. Er steht zum Verein und eine absolute Ikone. Hier kommen sehr viele und sind auch früher sehr viele gekommen, die einfach nur Gordi sehen wollten. Bin 2012 ins Stadion gekommen und genau da war er schon da. Ich glaube, so der emotionalste Moment mit ihm war definitiv das Spiel gegen Hannover, als er diesen Doppelpack gemacht hat. Ja, und jede einzelne Aktion, wo das Herz immer stehen geblieben ist, ich glaube, das kann jeder im Stadion fühlen. Aber also ich werde heute nicht nur eine Träne vergießen. Ja, ich glaube, es ist eine riesengroße Lücke, die da erstmal sich auftut, weil er ein unfassbar wichtiger Bestandteil der ganzen Mannschaft in der Kabine war und für uns nie ein Stand-by-Spieler, sondern immer ein wichtiger Faktor auf dem Feld war. Und
Du wusstest als Trainer immer wieder, dass du auf ihn zurückgreifen kannst. Das gab uns in verschiedenen Momenten immer eine gewisse Form von Sicherheit. Er hat natürlich auch das ein oder andere graue Haufen gewissen bei mir, das weiß er aber auch. Aber ich glaube, an der Stelle können wir nicht mehr als vielen, vielen Dank sagen für die Zeit, wo wir jetzt zusammengearbeitet haben. Und eigentlich lasse ich ihn nur ungern weg. Es war nicht nur ein Mannschaftskollege, sondern Jahr für Jahr haben wir uns immer besser verstanden. Es wurde eine super Freundschaft raus. Ich wünsche ihm und seiner Family nur das Beste, dass er ein langes Leben hat, gesund bleibt. Durchweg Positives. Ich habe 7 Jahre mit ihm gespielt, 5. Großteil meiner Karriere. Wahnsinnstyp. Und allein was er heute nochmal abreißt, Derby-Sieg zu null als Innenverteidiger. Ich glaube, einen besseren Abschied kannst du nicht haben und das haben wir ihm alle gewünscht. Ich werde ihn vermissen in der Kabine. Geile Typen und solche Typen wie Gordy sind im Fußball nicht oft. Ja, und sowohl auf als auch neben dem Platz. Mit den ganzen Macken, die er mit sich bringt und diese Faxen, die er macht, ja, erlebt er die Kabine, er erlebt die Mannschaft. Ne? Also nur lobende Worte für Gordy. Und ich hoffe, er bleibt uns hier lange erhalten und ist immer wieder irgendwo in der Nähe von mir, weil ich weiß, er ist gute Stimmung. Ich freue mich wahnsinnig für ihn, für diesen Tag heute. Ob es dann wirklich zu Ende ist, werden wir erst zur Vorbereitung sehen. Das heißt, mal schauen. Ich sage ihm wahrscheinlich bis zum, was weiß ich, 20. Juni. Wenn er dann nicht da ist, dann glaube ich es erst. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, er hat den perfekten Abschluss gehabt, hat ein gutes Spiel gemacht und jetzt wird er heute nochmal richtig genießen. Und dann, glaube ich, können wir alle gespannt sein, was da noch kommt. Tolle Karriere beim KSC für die letzten Monate insbesondere und alles Gute, erdenklich Gute für die Zukunft. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt für seinen weiteren Weg. Ich will ja ins Trainergeschäft einsteigen. Ich hoffe, da geht er den richtigen Weg. Ist ein klasse Typ und er soll so bleiben, wie er ist. Gordy, willkommen im Club. Karriere vorbei, mein Freund. Freu dich auf das Leben danach. Wird schön, wird spannend, geht weiter und du hast mit Sicherheit schon einen Plan.